Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft City War und in der heutigen Aufnahme der Dennis und der Leon. Hallo. Kann sein. Ja, kann sein. Kann sein. Kann sein. Okay, also in Wahrheit ist Thilo und Dachfenster dabei. Aber ja, Dennis und Thilo, das ist nur so Fake-Namen hier im Chat. Ja. Ja, logisch. So. Vor allem Dennis und Thilo. Oh, genau. Und ja. Das ist die erste Folge nach dem Livestream jetzt bei mir. Ich kann euch jetzt mal kurz zeigen, was hier alles so passiert ist. Also wir hatten ja... Gar nicht. Ja. Danke. Nein, also wir hatten ja eigentlich vor, an der Stadtmauer zu bauen. Das ist dann aber nicht passiert, weil dann Thilo sich gedacht hat, also da erstmal anzugreifen und dann ist das alles eskaliert in Rifttown. Dennis kann dazu auch gleich noch ein bisschen was erzählen vielleicht. Und ja, dann habe ich wie Herrn Dessel ein bisschen was gebaut gehabt. Hier, ich habe jetzt hier meine Farm ausgebaut hier, die ist auch mit ein bisschen Wasser und Glowstone. Und habe ich hier hinten noch Kühe verlagert, weil es sind wieder ein paar Kühe gestorben. Passiert mir häufiger. Und ja, dann habe ich ein bisschen an der Mühle weitergebaut und habe dann an sich fast nur gebaut und ein bisschen was gefarmt, aber hat noch 7 Diamanten. Aber sonst auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Ja, was ist denn so bei dir passiert, Dennis? Ja, also im Livestream, also jetzt bei mir ist es so, da kommen noch 2 Folgen nach dem Livestream, die ich schon vorher aufgenommen hatte. Mhm. Und ja, das ist jetzt die 3. Folge nach dem Livestream, müsste das jetzt sein. Und ja, im Livestream habe ich mir so gedacht, ja, oh. Ja, ja, oh, das war's doch schon wieder. Ja, oh, das hat am ganzen Livestream gedacht. Vielleicht jemand durch die Stadt. Ey, er geht in die andere Richtung. Hab mir mal so gedacht, ich renne da einfach mal hinten hin, ne? Mhm. Und dann so, ich habe mich beeilt. Ich renne da jetzt wirklich gerade hin. Ja, und da war Thilo. Hab mir gedacht, ja, greife ich den mal an. Hab ich den angegriffen. Ich habe ihn 5-mal gehittet. Eigentlich, ich habe mich echt gefragt, wie viel Leben der hat. Also, wenn er mich einmal gehittet hätte, wäre ich auch tot. Einmal, ne? Mhm. Ja, dann... Er ist weggerannt, seine Leben haben sich so ein bisschen generiert. Dann bin ich zu Jost Haus gerannt, so hab mich da eingebaut. Dann hat Thilo so die Scheiben kaputt gemacht und so. Ist ein bisschen, ja. Und, ja, hat die Scheiben kaputt gemacht, ist durchgerannt. Ich, hier sieht man es immer noch. Dann ich muss jetzt mit einer Holzspitzhacke rumlaufen, hi. Habe ich mich ganz schnell hier reingerannt, hab hier alles zugebaut. Und dann, war hier Thilo und so, ne? Und dann habe ich immer so, dass ich genau raufhauen konnte. Habe ich raufgehauen. Dann kam. Und dann sind die weggerannt. Dann habe ich mir hier aus Jos Geheimkiste. Ey, Markus, die hier irgendwo ist. Ich weiß es nicht, wo. Hier so in der Nähe. Und dann habe ich mir so Gifttrank genommen. Habe hier aufs Fenster geworfen. Waren beide vergiftet, so ein paar Sekunden. Dann ist hier Thilo wieder reingerannt. Dann habe ich ihn so oft gehittet. Dann hätte er, musste er nur noch einmal gehittet werden. Ich nein. Auch. Und dann. Das war doof. Und dann kam Clayplay oder wie heißt. Von. Oh, ich nehme gar nicht mehr auf. Lol. Das ist doch verarsche. Ich habe hier nicht. Ich habe hier gar nichts. Ja, cool. Die ganze Zeit. Leon, Leon sieht aus wie vorher, oder? Ja, okay. Weißt du, was das Doofe ist? Ich muss mit einer Holzspitzhacke rumlaufen, weil ich keinen Stein mehr hab. Und keine Ahnung. Ach, da ist noch einer! Lol. Ah ja, stimmt, den hab ich von oben gesehen. Da hätte ich mal mein Hirn anmachen können. Ja, das hättest du. Hallo und herzlich willkommen zur Folge. ja, ich nehme mit Markus und Leon auf. Hallo. Ja. Dann haben wir so gerade ein bisschen erklärt, was im Livestream von gestern. Oh, bitte nicht nochmal. passiert ist. Ja, dann, hab ich Thilo in der Stadt gesehen, hab mir so gedacht, ja, greif den mal an. Oh, Leute. Dann, fast tot, Alter. Wirklich? Dann habe ich ihn fast totgeschlagen, aber musste wegrennen, weil er weggerannt ist und sein Leben hat generiert und meine nicht, weil ich nichts gegessen habe. Dann bin ich weggerannt in Jos Haus. Hab mir dann, hab ich hier dann eingebaut, er hat die Scheiben kaputt gemacht und dann kam er wieder und dann, bin ich in einen anderen Raum gerannt, hab mich da eingebaut, hab ich, hier aus so einem komischen, geheimen Kiste hier so, Dings, Gifttrank genommen und hab da reingeworfen und waren die beiden vergiftet. Dann kam Thilo hier wieder rein, hab ihn, gehittet und dann kam Clayplay.
da von hinten, hat ihn aus Versehen einmal gehittet. Thilo war tot. Thilo war tot. Ja. Und dann habe ich so aus Spaß halber so mal Clayplay getötet. Dann hatte ich von beiden die komplette Ausrüstung, alles, was sie dabei hatten. Dann haben die sich so ein bisschen aufgeregt und so. Ja, so ein bisschen. Und ja, dann habe ich Tobis Sachen oder Clayplay-Sachen, weil wer auch immer, ne? ich Thilo die Sachen wiedergegeben. Also von Clayplay. Und ja, dann war er vor dem Haus. Ja, dann ist er, also er ist gespawnt, er ist einmal rausgegangen, wieder gespawnt. Und dann war hier so ein Skelett oder so, keine Ahnung, Mob. Und dann wollten wir gerade rausrennen, ihn töten und seine Sachen wieder klauen. Aber der Mob war zu schnell und dann haben wir uns das wieder aufgeteilt, wie sie auch da drin auch immer im Haus heißen. Okay. So, okay. Und das war die Geschichte schon aus Livestream. So, alles klar. Ich habe gesehen, Leon, in einer Folge hast du dich über das Diamantschwert gefreut. Mhm. Habe ich da reingelegt. Das darf ich bestimmt nicht behalten, ne? Doch, doch, habe ich da fürs öffentliche Ding reingelegt. Mich gefreut, ich hätte das so gedacht, du so, hast dich bestimmt über das Diamantschwert gefreut, das hätte ich gern wieder. Ja, genau. Nee, ich habe ja auch eins. Und ich habe ja eins von Thilo bekommen. Von Thilo habe ich eins bekommen mit Rückstoß. Dann habe ich halt meins, was ich hatte, da reingelegt. Ja, also weil du dich in der Folge gefragt hast, ob du das behalten darfst, ne? Das gehört dir. Okay. So, und während... ich bin einfach so scheiße ausgerüstet. Ja, ich auch. Ich bin auch nicht gerade gut ausgerüstet. Ja, ich muss jetzt mit Steinspitzhacken in eine Höhle gehen, um Eisen zu holen. Gleichfalls. Ja, ich hab mich auch bevor, ich habe so gedacht, jo, die wollen mich von Anfang an angreifen. Dann habe ich mich hier erstmal in mein Haus eingebaut. Also ich glaube, ich muss auch mal mein Hirn anmachen, weil ich baue gerade eine Melone ab und denke so, oh, ich muss mir mal Essen besorgen. Das ist sinnlos. Ja, so nicht, wir haben noch nicht mal später mal ab. Was ist denn los mit dir? Keine Ahnung. Ich habe auch viel geschlafen. Bin um 6 Uhr eingeschlafen und keine Ahnung, habe mich auf die Uhr geguckt, aufgewacht. Ja, du hast mir heute Morgen geschrieben, du Penner. Davon ja, bin stimmt, ich aufgewacht. Um 6 oder so, ne? Ja, davon bin ich aufgewacht, schreibt ihr so. Ich glaube, ich habe dir sogar zurückgeschrieben. Ja, auf jeden sein. Fall war ich richtig aufgeregt. Ich werde ja sowieso immer von meinen Eltern so früh aufgeweckt. Ist ja auch nicht schlimm, wenn mich jetzt Leon aufweckt. Was ist? Eine Stunde später oder so, ich hatte vergessen, meinen Wecker auszustellen, denn mein Wecker klingelt erstmal. Und dann hatte ich noch einen anderen Wecker gestellt von einem Tag davor, weil ich nach Hause musste, vorher so ein bisschen verfrüht. Und ja, da habe ich mir einen Wecker gestellt. Der hat dann auch nochmal geklingelt, so eine Stunde später. Also wurde ich dreimal geweckt, grundlos. Ja, geil. Und ja. Weißt du, wo eine gute Höhle ist? Ja, bei mir zu Hause. Ja, in der Tat weiß ich wirklich eine. Die habe ich gestern mal kurz im Livestream gesehen gehabt. Komm mal zu mir, okay? Wo bist denn du? Bei der Mühle. Achso. Weißt du die? Ja, die sieht voll geil aus. Ja, danke. Aber ist noch nicht ganz fertig. Das Mühlenrad fehlt. Wieso steht die nicht in der Stadt? Das gehört doch zur Stadt. Ja, jetzt ist einfach dieser kleine Teil hier hinten schöner als der Rest der Stadt. Nein, nicht okay. Das ist wieder noch schöner, ne? Und zwar wird das Haus, ist ja nur so Überlebensding von Nico und mir gewesen. Das wird abgerissen und da setzen wir einen Hafen hin. Wahrscheinlich halb Livestream, halb Folge machen wir das nochmal. Und das wird so noch in die Stadt integriert. Komm mal mit. Na, warte, ich muss einmal Melonen essen, sonst sterbe ich hier wieder. Okay. Wieder? Da bin ich das letzte Mal gestorben. Dann bist du das letzte Mal gestorben. Also ich glaube doch, ich weiß wo, als wir uns gegenseitig getötet haben. Ja, stimmt, das war das letzte. Das war schön gewesen. Okay, habe ich aber auch nichts mehr gemacht. Das war schön gewesen. Okay, komm mal mit. Ich habe hier ein bisschen Wald angepflanzt hier. Weil hier war ja gar nichts gewesen. Boah, nee, ne? Brauche ich doch mal Asphalt hin, Alter. Dann können wir Fußball spielen. Ja, gut, das ist gut. Wer spielt noch auf Rasen Fußball? Das macht eigentlich keiner mehr. Ach, ich wundere mich, warum ich so langsam laufe. Ich habe gar kein Essen mehr. Ja, ist so schön. Ey, Melonen sind voll heftig, guck mal. Nein. Guck mal, wenn man Melonen auf sich wirft, kriegt man Schaden. So heftig. Echt? Naja, genau. Und ich glaub den Scheiß auch noch. Echt? So voll grenzdebil. Ich muss kurz gucken, ich glaube, entweder war das die hier oder eine andere. Warte, ich muss mal kurz gucken. Nee, das war das, ne? Das war von Tilo. Plattenspieler und Notenblock bekommen, das ist auch gut. Du hast mein Intro gemacht. Nee. Ich weiß nicht. Warte, guck hier, guck doch mal. Das mit den Melonen stimmt wirklich, pass auf. Ich bleib stehen. Achtung, guck.
Siehst du? Wenn ich Melonen auf dich werfe. Oh. Wie hat er das gemacht? Voll. Das ist Zauberer. Oh. Er ist Harry Potter 2.0. Er ist Harry Popper. Ich bin 2.8, aber egal. So, okay, das war's. Wie so ein DJ bin ich hier gerade so. Ja, sorry Leon, ich bin gerade zu behindert, um das wieder zu finden. Es war irgendwo ganz nah hier gewesen. So ein riesen Höhleneingang, aber... Gut, ich find's einfach nicht. Das ist schön. Props an mein Gehirn. Oh, Kühe. Darf ich die mit meinem Diamantschwert streicheln? Nein, ihr lasst den. Was habt ihr immer mit meinen Kühen? Warum? Was habt ihr immer mit denen? Ich hab die noch nicht mal gehauen. Im Livestream sind einfach wieder 3 Kühe gestorben. Ich dachte, du solltest aufhören, nur noch eine gehabt. Hab ich dir von Anfang an gesagt. Aua. Ich weiß nicht, das war ein Skelett? Das war ein Skelett. Jemand hat gerade bei Skype geschrieben, das ist wichtiger als überleben. Gerade nett, nehme schon gerade auf. Hä? Was? Achso. Das war Thilo. Ich bin so dämlich. Ich wollte gar keine Tür machen. Jetzt ich bin froh, dass ich das mit Thilo aufnehmen muss, ne? Sonst wären jetzt wieder alle meine Kühe gestorben. Oh, mit Dachfenster, ne? Mit dem ist noch schlimmer. Ich weiß nicht, habt ihr jetzt schon mal mit Dachfenster aufgenommen? Nee. Noch nie. Ich hab den noch nie auf dem Server gesehen. Echt? Ein oder zweimal erst. Okay. Einmal. Nee, mit ihm ist am schlimmsten. Das ist so einer, der tötet alles, was dir lieb ist. Also. Der hat meine Lieblingskuh getötet. Ach du Scheiße. Ey. Ich hab mir noch an Geigen gehängt oder wie? Nein, das hatte er vorgehabt, aber dann hat es sie eiskalt erschlagen. Wow, oh, nein. Hier der eine Typ, der hier auf dem Berg baut, ne? Das Thilo. Ist so geil. Das ist Thilo. Echt? Das ist Thilo? Ja, man glaubt es kaum, aber es ist Thilo. Lol. Der will eine. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre irgendein anderer gewesen. Ich habe keine Rüstung und leg mich mit 2 Hexen an, ob das schlau ist? Ja, auf jeden Fall, besonders wenn du vergiftet wirst. Geworden. Also haben mich gestern 2 2 Hexen auf ein halbes Herz runtergeschlagen mit Gift. Das war schön. Scheiße. Das, was ich machen wollte, geht gar nicht, weil hier schon der Weg ist. Was wolltest du? Nein. Fug. Ja, auf jeden Fall, die Mühle, die baue ich demnächst jetzt auch mal fertig. Ich habe jetzt genug Wolle, um das Mühlenrad zu bauen, glaube ich. Aber ja, mal gucken, wann ich das baue erstmal mein Haus fertig. Ich war ja heute schon in Rifttown, so undercover, mit Tim, weil wir ein bisschen über den Server so ein bisschen nachgedacht haben. Und eure Stadt sieht viel geiler aus als unsere, das sehe ich gar nicht ein. Also, Dennis' Stadt sieht geiler aus als unsere. Okay. Echt? Wir waren heute so ein bisschen undercover, ganz geheim mal. Unterwegs und haben uns die Welt mal angeguckt. Und ja, da war ich in... Scheiße! Jetzt ist mein Hose explodiert. Was, deine Hose ist explodiert? Ja, meine Hose ist explodiert. Wollen wir uns alle mal kurz schlafen legen? Ja, können wir machen. Warte, du musst einmal was essen. Ich muss hier einmal das Creeperloch zu machen. Ich lieg im Bett. Okay, ich auch. Warte, ich mach das noch. Boah, ist ein Monster in der Nähe. Oh, ein Creeper, das ist schön, das ist mein Lieblingsmonster. Am besten, man ist so draußen, Creeper in der Nähe. Das ist schön. Jo. Schön kuscheln. Oh ja, Creeper kuscheln. Oh ja. Oh, warum kommen jetzt so viele Mobs hier? Ich wollte doch nicht schlafen. Ich hasse mein Mikrofonstativ, ganz ehrlich. Mein Mikrofon, das klappt sich mal runter. Hallo, ich hab schon voll viel für die Stadt gemacht, ne? Was denn zum Beispiel? Ich habe die ganze Stadt ausgeleuchtet mit meinen Fackeln. Ich habe... Was die Hölle? Ich habe das Feld öftermals abgeerntet und die Ernte in die Kiste gepackt, ja? Ja. Ohoho, oho. Volle Produktive. Ja. Ja. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Das ist eine Gefahr gegen unsere Stadt. Weil ich hatte irgendwie keine Lust, irgendwas an mein Haus zu machen, weil die Haus ist scheiße und so, aber... Warte, ich weiß das. Hat Tim auch meine Mühle gesehen? Nee, ich glaube, da hinten waren wir gar nicht. Ich war erst einmal in eurer Stadt. Ich war nur einmal in eurer Stadt. Ich war noch nie bei euch. Also bei dir. Du warst einmal undercover mit Tim ja, unterwegs. Ja, heute, aber noch nie so als so spielinternes Ding, wo ich jemanden töten will. Okay, ich könnte auch niemanden töten, weil ich einfach so eine scheiß PvP-Skill und eine scheiß Ausrüstung habe. Wir wollten Frieden machen, ne? Ja, genau. Initiative macht jeder Frieden, das ist schön. Yeah, City Love, Wer hat dir das nochmal gesagt? War es Flippo? Ja, Peace bestimmt. Peace macht einfach mit jedem Frieden.
Bei Kies gucke ich gar nicht mehr rein, so. Ich weiß gar nicht, was er macht. Solid Player. Leon, hast du zufällig Kravel? Also Kies? Wieso laufe ich gerade in Richtung von Rift Town so intuitiv? Keine Ahnung. Ich habe in Livestream mein Haus gesucht. Ich hab das an dem Berg, das sieht von Weitem richtig geil aus. Naja, geil. Kies muss man mal in Kisten gucken. Okay. Ist eh nichts Wertvolles drin, über das ich trauern würde. Ich habe nicht mal Stein. Das ist traurig. Oh, darf ich mir 36 Kies nehmen? Die hast du nämlich. Ja, mach. Danke. Ich habe hier auch noch genug, glaube ich, irgendwo. Alter, man verliert viel zu schnell Essen. Ich glaube immer noch, also wir haben noch nie im Leben, wir haben noch nie im Leben auf leicht gestellt oder normal. Das muss doch halt Einstellung sein, oder? Ich weiß es nicht so genau, musst du Tim mal fragen, der hat den Server. Aber eigentlich habe ich das damals auf einfach, also ja, auf einfach gestellt. Das ist allein wie oft ich in den ersten drei Folgen gestorben bin. Ja, wobei wir haben danach vom Bucket auf den normalen Minecraft-Dings gewechselt. Kann sein, dass es da irgendwie dann kaputt gegangen ist. Kann sein. Kann sein, ja. Also, was eigentlich mit, lädt eigentlich Nico und Nico hoch, also Hagen und Nico. Wieso steht hier Neverrack rum? Weißt du das, Markus? Also ich weiß, dass Hagen momentan so richtig viele Probleme hat mit seinem PC, aber eigentlich müsste es mittlerweile alles gehen. Und Nico hat jetzt seinen neuen PC bekommen und der müsste es wieder hochladen. Okay. Ja. Weil das, das erzähle ich jetzt noch nicht. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas Blödes ausplaudere. Das klingt jetzt aber mysteriös. Ja. Oh, in der Nähe von meinem Haus ist eine Höhle. Oh, die Höhle ist vorbei, oder? Ich komme mir gerade richtig bitter vor. Ich habe gerade einen Stein abgebaut, um einen Cobblestone zu erhalten. Oh mein Gott. Hier sind Kühe. Ich farme gerade auch Holz. Kühe darf man nur außerhalb meiner Farm töten. Also dann lasse ich die lieber. Ja. Nein. Ja, jo. Ganz genau. Einmal so an dir vorbeigeschlägt, einmal um die Stadt rum. Mit Unsichtbarkeitstränken und so. Immer doch. Mit unsichtbaren Dia-Schwerten. So haben die Leute aus eurer Stadt getötet. So unsichtbar. Hier ist einfach keine Höhle. Und mit Gift. Werden die Map hier generated. So kacke, ey. Mann. Aber auch genial, ich leih mir erstmal im Livestream so, wenn ich angegriffen werde, das wäre ich 100 Pro, weil es ein Livestream ist, dann hole ich mir erstmal die verzauberte Rüstung von Joost. Aber ich habe gedacht, Joost hat seine Rüstung weggeschmissen. Lol, wenn du geradeaus läufst und Steuerung drückst, dann rennst du auch. Das ist das Update hier. Nur bei mir ist es nicht so, weil ich da optimal drauf habe. Ich wollte sneaken, weil ich einen Berg runter gucken wollte, hab Steuerung gedrückt, bin erstmal voll runtergesprungen. Geil. Ich hab mich übel erschreckt, weil ich das nicht wusste. Au, ich bin im Berg runtergesprungen. Ich warte gerade auf die Meldung, dass du stirbst. Ey, Markus, zum Glück hast du das jetzt nicht gesehen, du wolltest mich so kaputt schlagen. Warum? Das ist so geil. Er ist runter, den Berg runtergefallen und ist in den Käfig und hat aus Versehen ganz alle deine Kühe getötet. Genau. Was? War einfach. Was warst du? Ich bin in den Berg runtergesprungen und da stand eine Kuh und die habe ich weggeschoben und die ist dann irgendwie runtergefallen. Und das sah einfach so derbe mies aus, wie ich die da runtergekickt habe. Okay. Ich habe gedacht, du vergießt dich gerade an meinem Käfig, aber okay. Sieht sauber aus. Entweder schneide ich das vor das Intro oder wo Dennis gesagt hat, dass ich nehme gar nicht auf. Ja, das war fail. Oh, ich nehme gar nicht auf. Meine Festplatte war voll. Die 1 Terabyte hat. Okay. Wie kriegt man eine 1 Terabyte Festplatte voll? Geht voll schnell. Ach, meine ist auch nicht mehr so leer. Ich habe halt die 3,75 Terabyte, aber trotzdem. Ich glaube, ich habe gerade so 30 bis. Ja, ich habe gerade. Nee, keine, so viel habe ich gar nicht. Ich habe auf jeden Fall 15 Folgen oder so gerade gelöscht. Wie? Ja, 15 Folgen so. Und sie tiefer. Ja, weil sie noch nicht hochgeladen waren. Noch nicht so. Weißt du, was scheiße ist? Was? Ich weiß nicht, in welche Richtung es nach Hause geht.
Das ist gut, das ist natürlich. Ich muss mir mal Häuser angucken. Okay, ich weiß, wie ich. Ach, ich bin schon wieder nach Hause. Ich habe ja mein schlaues Buch liegen. Ich weiß, wie ich mein Haus weiterbaue. Wie denn? Ja, so halt. Ah, so, okay. Oh, okay. Also, ich hätte aber eher so gemacht, nicht so. Geil. Ach so, okay, dann mache ich. Mach ich das mit Wolle, okay. Hashtag Geilo. Ich mache gerade aus Sicherheit, mache ich 3 verschiedene Kuhfarben. Einfach aus Sicherheit. Und hey, Leon. Das ist voll komisch, da vorne war Neverrack, hier ist Cobblestone. Hier war jemand in der Höhle, oder? Nee, war nicht. Ey Leon, ich benutze gerade deine Maus, ne? Ja, ich weiß. Ja. Ja, ich weiß. Die benutze ich auch gerade. Mouseception. Yes. Ich wollte hier was machen, aber das Problem ist, es ist zu teuer. Yay! Thumbnail-Bild gemacht. Vor allem, das Diamantschwert, was Tilo hatte, war besser als meins. Meins hatte ja, einen Tilo Rückstoß hatte richtig geile Ausrüstung. Und dadurch konnte ich ihn immer halt richtig weit wegschlagen. Kurz bevor er mich tötet. Oh geil, hier ist eine Schlucht. Da kriege ich bestimmt Eisen drin. Ich farme mal. Ich farme mal Wolle. Du farmst mal. Ich weiß zwar nicht, ob ich die brauche, aber ich farme. Ey, und ich habe 2 goldene Äpfel, diese verzauberten goldenen Äpfel von Leon geschenkt, von Tilo geschenkt bekommen. Das war auch richtig lieb. Oh, Tim ruft an. Soll ich ihn hinzufügen? Ja, mach's doch. Jo, mach mal. Okay, warte, dann muss ich das anders machen. Da gehe ich ja einmal plus Teilnehmer zu diesem Anruf hinzufügen. Und dann nehme ich mal Tim. Tim, wo bist du? Ich hab so viele Leute hier drin. Ich hab so viele Freunde. Werd nicht ab mehr. Weißt du, ob jetzt Labarin hier, ne? Du hast Freunde. Ich hab so einmal so mit Nikos Freunde so einmal so gezählt. Ne? Ja. Aber mal, weil. Nein! Tim? Scharf ist. Moin. Hallo, willst Tim. Du meinen Zuschauern was sagen? Oder ja. Markus sein? Oder willkommen in der Aufnahme. Ja, Tim sein. Willst du dein Schuh aussehen? Willkommen in Folge 24 bei mir. Ja, guten Tag. Markus, lang nichts mehr von dir gehört. Ja, lang nicht mehr. Ja. Alles klar bei dir? Ja. Ja, cool. Ja. Hey Tim, was ist denn? Willst du mit aufnehmen? Ich wollte gerade aufnehmen, weil du hast mich ja angeschrieben. Ja, vor Stunden schon. Das war vor 30, nicht wahr, 25 Minuten. Ja, vor Stunden, sag ich doch. Für meine Zuschauer, Tim ist auch so einer, der nimmt gerne auf, aber lädt nie was hoch. Hat auch einen Grund. Oh. Welchen denn? Internet ist Leuland für Tim. Nein, es liegt daran, weil der Typ, der mir mein, also ich wollte warten, bis ich mein Intro bekommen habe, weil der Typ gesagt hat, das kriege ich heute, Freitag. Und dann meint er auf einmal Freitag zu mir, nee, ich habe jetzt Verbot, ich darf jetzt nicht mehr an meinen Computer, jetzt kriegst du dein Intro doch nicht. Schön. Hallo. Also ich finde es immer super, wenn man sich auf Leute so richtig gut verlassen kann. Genau. Ja. Den gebe ich auch gerne die Zukunft meines Kanals in die Hand. Das ist einfach. Ja, das ist schön. Tim, ja, ich auf Markus kann man sich verlassen. Er muss mir nur noch jetzt das Intro nochmal überarbeiten. Tim, brauchst du noch ein verzaubertes Ei, Diamantschwert? Ich habe ein Tipp. Ich habe meine Sachen da alle reingelegt, ne? Wenn da irgendwas fehlt. Okay, Wo denn? Die Kiste bei uns. Nach meinem Livestream? Ja. Ja, okay, dann war ich da nicht. Ich war da nur eben so zum Ich war gerade, ich weiß nicht, wann hast du einen Livestream gemacht? Gestern. Livestream gemacht? Ich hatte auch gestern einen Livestream gehabt. Ja, ich war nicht da. Ich hab mit den Leuten aus der anderen Stadt erstmal einen Livestream gemacht. Dann hast du noch ein Schwert? Ich fange jetzt erstmal an, so. Ja, okay, aber ich mache an der Stelle jetzt mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Minecraft City War wieder. Meine Folge geht nämlich jetzt schon wieder viel zu lang. Und das dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.